Der Battle Pass geht nicht mehr lange, dann wird wohl nächste Woche die neue Operation starten. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Die Einladung ist raus. Gebundene Wut. Hab am Freitag noch eine weitere Partie gespielt und das war ein richtig tolles Team. Das hat gut gespielt und man hat sich im Chat abgesprochen. Haben zwar am Ende verloren in der fünften Runde, aber es lief an sich gut. Ja. Das war mal vorbildlich. So wie der Ruf, der komischerweise immer noch vorbildlich ist. Wart's ab, nächste Woche oder so ist es nicht. Kann gut sein. Du spielst heute Abend so gut und bringst niemanden um, dass es gar nicht mehr ins Gewicht. Oder Ubisoft denkt sich was ganz was anderes aus. War es eine lebenslange Sperre für dich, oder was? Oder ganz was anderes, wer weiß. Es ist Ubisoft. Ups. Der Held. Wir haben eine Ziegenhorde im Team. Da bloß einer. Das ist bestimmt Peacemakers dritte Kauf. Frau Frost haben sie. Weil der hat ja schon ein paar. Den haben wir ja schon mehrmals gesehen. Oh, bitte nicht, Frau Frost. Das war nett. Alle identifiziert. Sag, wo bist du mit deiner Drohne? 10 Sekunden bis Einsatz. Noch. Schade. Jawohl. Naja. Total daneben. Genial daneben. Ja, mach halt die Tür auf, Osa. Also der Held hat schon mal keinen Bock, zur Garage zu gehen. Ja, ich seh's grad. Und ich stehe hier unten und wart wie doof. Und wo ist Dick? Vorsicht, EMP. Talonacht aufgehoben. Talonacht aufgehoben. In der Granate. Nein! Rausche Bärtchen war mal. Mit Sicherung des Behälters fortfahren, sobald die Bedrohung neutralisiert ist. Streuschreinsatz wird aktiviert. Ein Gegner verbleibt. Jetzt kommt das auf Sausa vor, ne? Melusi, komm her! Gegner neutralisiert, eigener Trupp erfolgreich. Roms, Roms, Roms. Ich bin extra draußen, wie mir weiß ja nicht, ob ich irgendwie so einen kleinen verirrten Puck abkriege. Weiß man nie so genau.
Biogefahrgutbehälter muss jetzt lokalisiert werden. Der Drohne will rein. Nicht mehr Keller. Irgendwie Spielzimmer, Störsender, ja. Da ist ein Störsender, du Ziege. Oh, ist die letzte Drohne, die wir haben. Da war er. 10 Sekunden. Fenrir. Einsatz in 5 Sekunden. Der ist schon wieder. Position des Biogefahrgutbehälters unbekannt. Erlaubnis zum Angriff. Ich muss schnell zum Fenster. Da, 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 da. Da geht diegelt irgendwas, ist ja noch. Der sieht. Da ist jemand drin. Der bringt mich jetzt um. Der hockt noch drin, der geht weg. Schwarzes Auge kaputt. Hier im Kamerafrau. Wo sind die denn? Spielzimmer immer noch. Da wo du gerade angesetzt hast, oder was? Nee, das war darüber. Oh, Willkommensmatte. Zweimal. Also Kamerafrau und Frau Frost. Dann Nummer 3. Geht durch. Schon wieder öffnet kaputt. Zwei Störsender, zwei Willkommensmatten, zweimal öffnet kaputt. Moment. 1,40 noch. Rot bringt Rot um. Den Behälter sicher. Ach, der Hose ist drin, ne? Öffnet Nummer 3 kaputt, hab keinen Streusprengsatz mehr. Kann keine Teamkollegen mehr umbringen. Sicherung des Behälters fortfahren, sobald zumindest nicht damit. Neutralisiert ist. Letzter verbleibender Gegner. Sicherung des Behälters einstellen. Umgeschrotflintet. Bandit ist der Letzte. Eine Willkommensmatte muss noch irgendwo rumliegen. Eliminieren. Bei mir ist sie nicht. Gar kein Boden mehr da in diesem Zimmer. Den hast du ja schön weggesäbelt. Ah, können sie gleich mal erneuern. Sparen sich das Rausrupfen. Wollen Sie eine Wohnungsrenovierung? Fuse ist der richtige, um erstmal das Alte, aus Alte rauszuschaffen. Zeit für eine Wohnungsrenovierung, das sagt Mira. Ja, ja. Oryx kann gleich die neuen Türen machen. Dann lass mal lieber Aroni ran. Wenn Oryx da durchrennt, dann muss der gleich wieder was zuspachteln. Und eine ganze Wand ziehen. Den Raum sichern. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Der macht da schon zu. Die Wand wurde befestigt. Keine Tür aufgemacht. Die Tür war unbehalten. Sperre scharf gemacht. Abgeschlossen. Gerät wurde platziert. Die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter gefunden. Er ist Kapkan? Geht um mich? Ich nicht. Da hat einer, der hat gerade drei. Hallo? Ja, Gummi und ich komme nicht ran. Ich setze Stacheldraht ein. Ich lade nach. Nachgeladen. Da tapst schon jemand draußen rum. Wer hätte willkommen, Warte vor. Rote Treppe, Fenster geht auf oben. Baumhaus. Ja, danke, Kerlchenmann. Vielen Dank.
Theos ist tot. Was mit der Schrotflinte auch noch? Ja, stand bei mir am Fenster und ich hab da drunter gehockt. Nee, das ist Schwarzbart. Schwarzbart. Hm. Ich dachte, es wäre dieser Elite-Helm von Fuse. Naja, guck ich lieber nicht hin. Drei gegen drei. Die Brava haben sie. Ja, die hat mich erledigt. Keine Willkommensmatten bekehren, die sind einfach nur mechanisch, die Dinger. Ist jemand eine Matte gefunden? Ja, wahrscheinlich Brava. Im Treppenhaus, da nicht. Kinderspielzimmer, vielleicht. Guck ich mir mal an. Achtung, Baumhaus. Pass auf das Fenster auf. Ja. Ach, war Hibana. Ja. Im Kinderspielzimmer. Hallo Droni. Dringende Matte. Nee, da ist keine, wo es ist. Was geht da die Treppe runter? Letzter verbleibende Operator des eigenen Trupps. Ah, Kacke, man hat mich gesehen. Ah, das war doof, mein Platz. Ah, es war einfach doof. Autozimmer. Den Raum sichern. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Wand verstärkt! Ah, Kackdrohne. Das Treppenhaus hier wieder aussehen. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter nicht gefunden. Sie versuchen ihn während des Angriffs aufzuspüren. Die Wand wurde verstärkt! Ah, hier ist er auf dem Mist. Und noch eine Verstärkung. Wieder auf dem Dach jemand beim Bart. Jetzt können Sie kommen. Lade neues Magazin. Razorblum geht raus. Ah. Wow, Fenster ist jemand. Fenstertypen habe ich. Setze Schild ein. Blendgranate. Das Treppenhaus sieht aus. Da unten ist jemand. Komm, wir öffnen die Matte. Jawohl, das sieht sehr gut aus. Und hab's! Oder baumelt jemand am Fenster? Nur noch ein Gegner. Baumhaus baumelt wer? Aua!
klingt wie Schwarzbart. Es ist Schwarzbart. Direkt am Fenster. Geht gerade hoch. Das war der Gewehrschild und der hängt immer noch da. Weiß. Hast du da eine Matte liegen? Nee. Liegen beide im Bad, falls er da noch lang möchte. Gehen Sie über das Dach. Könnte die Matte öffnen, er ist Richtung Bad gegangen. Ist beim roten Treppenhaus hängen geblieben. Razor Bloom, auch schön. Schön, der IQ da zuzugucken, wie sie in die Matte tappt. Wo hast du denn eigentlich den Motorrad gelassen? Hier in der Garage. Eine Fahrrad? Garage? Nee, in der Bobbycar-Garage. Jetzt kommt Villa. Ne. Nö, aber Carlys Heimatbase. Auch irgendwie eine Villa, die Carly-Villa. Ja, ja. Da will jemand nicht in den Keller. Den Raum verbarrikadieren. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Kannst du mir mal die hintere Luke pingen, bitte? Magazinwechsel! Dankeschön. Sehr schön. Oh, Anziehmatten, cool. Schlecht. Noch schlecht. Brauche ich ja nicht, oder? Weiß nicht, wo noch eine andere ist. Die hier im Treppenhaus, meinst du? Ja, genau die. Nein, denke ich nicht. 5 Sekunden. Das Gerät ist in Position. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter nicht gefunden. Sie versuchen ihn während des Angriffs aufzuspüren. Brennen. Was? Brennen? Nee, das wird deutlich brennen. Das wird ziemlich brennen. So. Sagt nur brennen, hä? Was? Goyo oder wie? Brennen. Merrick haben sie. Oh nö. Den Herrn Thorn. Merrick! Der bitte wegbleiben. Diesmal pappe ich die Grischmod nicht da. Dann eher da. Magazine. Nein, mach das wieder zu, du Arschkrampe. Wer denn?
Westmann. Ja, ich mach's zu. Nein, ich mach's zu. Schmeißt Lesi auch noch was durch, hätte die Chance genutzt. Fenster verbarrikadiert. Da klingt aber halt ein bisschen anders. Ist er erkältet oder wie? Ja, was? Klang gerade etwas anders. Oh, Termit macht eine Lücke auf, glaube ich. Wird was gebrutzelt. Maverick und Termit haben sie. Das reicht, wenn ich es dahin packe. Ein schönes Souvenir. Da brennt die Luke auf der Sausack. Ein kleines Andenken. Bei mir steht alles. Was ist das denn, Ubisoft? Kann ich jetzt bitte mal werfen? Das noch auf der Stelle? Oh ja. Ey, was ist das denn, wenn du gebrannt irgendwie auf was aufgebrannt hast, funktioniert die Kralle nicht mehr. Mhm. Komisch. Die Luke ist nicht mehr verströmt. Die Zoe ist bei Bandit. Ich dachte, das ist meine Grischmut gehört hoch, aber Zoe hat ja auch eine Grischmut. Eine Philippinka. Ja, Vase. Nur noch ein Heißsporn ist auch weg. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter gefunden. Gefunden, entweder reingeguckt, ja, von da, von hinter dir, ja. Muss gar nicht rennen, der Gegner. Der Termit. 10 Sekunden übrig. Es bleiben noch 5 Sekunden. Eigene Ruf siegreich. Alle Gegner eliminiert. Assistierung und Assistierung mit Grischmut und Beschuss. Cafeteria ist ja... Da haben wir uns beim letzten Mal, glaube ich, nicht so gut angestellt, aber... Dann auch alles offen und reingestürmt sind sie auch von überall. Die finde ich aber auch schwierig. Mhm. Zumal sie die Luke ja aufmachen können, ohne dass wir sie verstärken. Können. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen, den Raum sichern. Finde ich jetzt aber unklar. Ah. Wo offen? Die Gegner haben wo Westmann gerade zu. Wahrscheinlich macht das sich bloß eine halbe Verstärkung. Nee, der Läsion will er komplett aufhaben. 5 Sekunden noch. Dann haben wir aber noch einen Eingang für die. Das gefällt mir gar nicht. Wenn Läsion weg ist, dann mache ich ja zu. Da hinten ist Termit und die Null haben sie auch. Komm, Läsion, geh ganz weit weg, dann kriegst du ja gar nicht mit, wenn ich zumache. Ey, Schamse. Wo war denn das jetzt? Hört mir jetzt so bunt, ich mache zu. Läsion hat eh gerade zu gucken. Scheiße, ich habe keine Weste. Sprengladung. Fenster. Hm, hab den Blick. Ich hab mich Hatze, die Sophia. Wieso? Ein Kämpfer des eigenen. Jetzt guckt jemand Drohne. Ich hätte Grischmutz anbringen sollen. Jetzt gegen 4. Weg mit der Zoe. Razor Bloom geht hoch. Kamera.
zwei da irgendwo hin. Kameras sind nutzlos, ich kann dir nicht helfen. Hat genullt mit der Kamera. Am Ding ist Termit. Nur noch ein Gegner übrig. Termit. Kann ich nicht mehr die Kamera. Wo macht der denn auf? Bei den Automaten, aber die Kamera ist kaputt. Da klebt eine Grischmatt, das kriege ich mit. Klebt überall eine Grischmatt. Außer an der Tür bei der Luke. Der ist ja ganz weit weg. Der hat gerade verdammt weit weg geschossen. Razor Bloom auch noch. Feinde ausschalten. Zeit läuft in 10 Sekunden ab. Der Gegner versucht nicht mehr, den Behälter zu sichern. Weiteren Zugriff auf den Biogefahrgutbehälter verhindert. Gegner eliminiert, Mission erfolgreich. Denn Jordan umgehustet. Sah aber unbequem aus. Abzeug gewonnen. Der Biogefahrgutbehälter muss jetzt lokalisiert werden. Ah, viele Gegner. Kite haben sie zum Beispiel. Direkt da, wo wir mal reinfahren, reingehen. Keine Ahnung, wie der Raum heißt. Kamerafrau haben sie auch. Ja genau, Fenster da. Vollraum. Das Ding war, glaube ich, hinten rechts. Kite und Luke. 10 Sekunden bis Einsatz. Heißt im Englischen vielleicht Security Raum. Einsatz in 5 Sekunden. Position des Biogefahrgutbehälters unbekannt. Erlaubnis zum Angriff. Ziel entdeckt. Erdgeschoss. Ja, da wo der rote Ping ist, sind die auch. Gerade ist. Der Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Hier ist doch jemand in der Nähe. Ich ist verletzt, ist oft gesuppt. Es hat eine Anziehmatte angezogen, glaube ich. Na, Kacke. Ich glaube, es war mal verletzt vorbei. So lange. Es dauert doch viel länger. Jetzt war weg, sehr gut. Sorry, dass ich dich zu früh wiederbelebt habe. Nö, war ziemlich richtig, weil der wollte mich messen, der wollte rumkommen. Hätte sogar beinahe geklappt, den mit Hüftfeuer zu erledigen. Ah, springt das runter! Kappsparense. Die ist tot. Die ist doch nicht tot, Entschuldigung. Aber sie ist identifiziert. Genau da war sie ungefähr. An den Kisten. Ist vielleicht da reingehüpft. Ins Räumchen. Oder sie ist hochgegangen, das könnte auch sein. Ich guck mal meine Drohne, die ist... Da, wo wir mal reinspringen, ja, da ist auch Kamerafrau. Bei dem Fenster, wo wir mal reinspringen.
Fall nicht in die Luke. 50. Feindliche Aktivität. Ist rechts drin. Sicherung des Verhältnisses fortfahren, sobald die Bedrohung neutralisiert ist. Eigener Druck neutralisiert. Finde ich immer ein interessanter Ansatz, wenn da umkämpft steht. Weißt du halt, da ist jemand drin. Wenn nur du einnimmst, dann sind die draußen. Wird reagiert. I'm so sorry. Nicht Keller. Hat mal jemand nach oben? Sehr schön. Der Bio-Gefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Dann nicht. Ah, jetzt bin ich im Keller. Da wollte ich gerade. Also. Wo ist denn die andere Treppe? Gab's überhaupt eine? Aus Asami haben sie Kapkan, Und Jäger. Ich glaube, hinten gab's keine Treppe. 10 Sekunden bis Einsatz. Aha. Ich hätte die gleiche Treppe einfach wieder hochfahren sollen. 5 Sekunden bis Einsatz. Warnen. Kerchenmann. Ich wundere mich, wenn die wieder Grabschrauben. Eine Claymore dabei? Nee. Ich steck nach hinten ab. Treppe ist nicht abgedeckt. Kapkan ist der Letzte. Streusprengsatz eingesetzt. Ist jemand verletzt? Ich hab eine MP-Granate geworfen. Scheiße, ich bin Finker, ich bin doch blöd. Du rennst gerade hin, hä? Und Action! Ach, nur ein Stacheldraht? Nee, beide. Jetzt ist der Kerchenkram 1-10 noch. Ich deck mal die Tür nach hinten ab. Nur noch ein Gegner übrig. Okay. Gegner eliminiert. Eigener Trupp erfolgreich. Das war ja eine sehr saubere Partie. Einfach knallhart durchgezogen. 3-0 und fertig. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.